So, dann herzlich willkommen zur Abendausgabe des JFD Live Trading TV Formats. Die Arbeitsmarktzahlen sind raus. Es gab interessante Bewegungen. Sehr, ja, ob jetzt richtige Fake-Bewegungen, jedenfalls Ansätze nach oben, dann einen schnellen Abverkauf, zum Beispiel beim Silber und auch bei den US-Werten gab es einen kleinen Absacker, der wieder jetzt aufgekauft wurde. Also alles in allem sehr schwierig zu handeln, wer nicht unbedingt im 15-Minuten-Chart oder weiter unten unterwegs ist. Hier gab es diesmal eben ohne Pfeile. Ich war jetzt ja hier die ganze Zeit allgemein bullish. Von Entwarnung gab es noch nicht auf Tagesbasis. Aber immer wieder interessante Muster. Und auch hier, was dann eben kurz vor der, wenn hier die Kerzeninformation stimmt, dass kurz vor der Veröffentlichung jetzt nochmal kurz runterging. Für mich war das hier das Ausbruchssignal über die Hochs. Und anschließend ging es ja auch dann kräftig nach oben. Wie gesagt, ja minimal, vielleicht nicht mal im Minutenchart. Ja, nicht mal im Minutenchart ging eben hier nach unten. Das ist natürlich kein Signal, wenn man in den oberen Zeitebenen unterwegs ist, wenn nicht mal der Minuten-Schlusskurs unter dieser Marke ist. Diese Zone wurde eingezeichnet, als der Kurs hier stand, mit dem Text, ja, auf deutlichen Widerstand treffen. Tatsächlich war dann der Widerstand da und es ging wieder abwärts. Und ich habe noch gesagt, die Umkehrkerze bullische muss sich erst noch zeigen. Dann gab es hier tatsächlich ein neues Tief, welches aber dann direkt wieder gekauft wurde. Auf dieses Tief aufbauend läuft eine Aufwärtsbewegung, eine Struktur, die womöglich zu mehr fähig ist. Allerdings werde ich jetzt hier kurz vor 20 Uhr, ist die Tageskerze sowieso nicht zu Ende. Auch der Comex-Handel dürfte noch laufen. Meines Wissens schließt der erst um 20 Uhr, kann aber auch schon jetzt Viertel vor 8 zu Ende sein. Also die Haupthandelszeit der Parketthändler. Aber wenn man eben einen Blick auf die Aktien wirft, die wurden auch schon im Laufe der Woche vermehrt gezeigt. Eine Ashanti Gold muss hier noch ein Stück nach oben wandern, was auch möglich ist in den nächsten 2 Stunden. Der Aktienhandel geht ja bis 22 Uhr. Eine Barrick Gold ist im Wochenchart direkt aufgesessen. Und auch eine First Majestic kann sich hier locker eben noch 3-4% nach oben bewegen. Und dann passt es auch im Tageschart, welche auch schon den letzten Tagen gezeigt wurden. War eine Newmont Mining Group direkt an der 200-Tage-Linie. Hier wurde nur erwähnt, dass hier noch möglicherweise das Gap geschlossen wird, welches aber jetzt nicht, da wurde jetzt nicht mal der Versuch unternommen heute. Eine Pan American Silber hat hier auch kein neues Tief an den produziert. Und eine Silver Wheaton, wo später noch eine Analyse rauskommt, auf den Godmore Trader, hat direkt den EMA 200 touchiert und ist hier bullisch abgeprallt. Die Tageskerzen müssen das sich aber noch bestätigen. Wie gesagt, der Handel läuft noch. Doch dann sieht es hier gut aus. Ja, gut oder sag ich mal leicht bullisch. Silber hat sich auf Wochensicht jetzt auch dieses Level ja verteidigt, was erwähnt wurde. Und tatsächlich hat Gold, wer gestern oder auch vorgestern die Videos gesehen hat, war hier noch möglich, dass dieses Korrekturpotenzial noch ausgeschöpft wird. Und in der Tat gab es hier
heute eben, nachdem es hier eine kleine Aufwärtsbewegung oder eine Gegenbewegung eintrat, gab es hier tatsächlich den schnellen Abverkauf vom Hoch bis zum Tief, waren das auch nochmal über 20, ja sogar 25 Dollar. Und die wurden jetzt hier wieder gekontert. Mal schauen, bislang sieht es relativ gut aus, dass sich diese Bewegung, diese erste Bewegung fortsetzen kann. WTI hat jetzt hier den Aufwärtstrend nach unten, den steilen, hier verlassen. Man muss hier nochmals in die untere Zeitebene schauen. Also hier wäre erst mit dem Bruch, also liegt man hier oder konnte man frühestens, weil dieser Trendbruch musste auf Schlusskursbasis, egal in welcher Zeitebene, stattfinden. Da liegt man hier aktuell plus minus null, wenn man hier das gehandelt hat nach dem Schema. Der Stopp müsste jetzt hier auf dem Hoch liegen. Allerdings wäre hier nochmal ein Rücklauf bis 50,50 denkbar, um dann einen zweiten Korrekturarm einzuschlagen. Australische Dollar, japanische Yen ist hier leider ausgestoppt worden. Zwar hält er auf Schlusskursbasis im 4-Stunden-Chart den Verkaufsdruck noch stand, allerdings war hier klar eine andere Bewegung angedacht. Hier fand die Bewegung hoch auch erstmal ihr Ende, war hier seit unten bullish, allerdings ja, wurde erstmal nicht mit dem Bruch der Abwärtstrendlinie gerechnet. Anschließend werden hier im Video Kursrücksetzer als Kaufgelegenheiten beschrieben. Zum DAX, da gab es eigentlich ja einige Intraday-Treffer. Ich will jetzt hier nur noch kurz auf diese Möglichkeiten, die im Vormittagsvideo aufgezeigt wurden, ja, nochmal hier hoch mit einer Umkehrkerze, wäre eine Short-Möglichkeit gewesen. Hier lief der nicht ganz an, da zeigte der Index aber auch schon eine 100-Punkte-Reaktion. Dieses Level wurde jetzt hier kurz vor Handelsschluss des Xetra-Handels oder eben auch nachbörslich erreicht und zeigte hier schon mal rund 50 Punkte Reaktion. Hier sind vielleicht noch 50 Punkte dann am Montag möglich. Der Nikkei, nur ganz kurz, hat ja hier das Ziel auch erreicht. Also hier wurde seit 3. Oktober auf eine Aufwärtsbewegung gesetzt. Beim Nasdaq, ich bin jetzt hier runtergegangen auf eine Stunde, wurde hier eben auch vorgestellt. Patricia sieht ja gut aus, aber das ist jetzt hier nicht das Thema. Ja, ich wollte, heute war einiges mehr los. Hier eben, wenn diese Marke, die 4841 auf Stundenbasis oder 4-Stunden-Basis fallen sollte, wäre ein Rückgang wahrscheinlich. Wenn man jetzt hier sieht, zack. Hier habe ich jetzt sogar die, vorher hatte ich glaube ich die Indikation, hier ist es der, die Parkettbörse, es ist minimal, ein Tief gab es das, aber auf natürlich weitestgehend oder natürlich nicht auf Stundenbasis, ist nicht unterschritten worden und natürlich auf 4-Stunden-Basis nicht. Also hier hielt er sich oberhalb des EMA 38 und hat nichts aktiviert. Und wie man hier sieht, auf schon 4-Stunden-Basis auch den Trendkanal gehalten. Also das ist ein bullisches Zeichen und kann sich dann vielleicht nach oben ausdehnen. Das war's. Die Woche war sicherlich schwierig. Ich wünsche allen Zuhörern ein schönes Wochenende. Ich werde mich dann am, späten Sonntag wieder melden. Danke fürs Zuhören.
Bis dann.